Hallo YouTube, willkommen zurück zum Untitled Goose Game. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wer hat je gesagt, dass wir je was von dir erwarten? Ja, ohne Erwartungen an irgendwas rangehen ist sowieso immer das Beste. Achso, da sind wir. Okay, ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, ich habe schon wieder vergessen, wie die Steuerung geht. Wie hebe ich eigentlich Sachen auf? Oh mein Gott. Ah, nee, das. Ah, okay, mit den Tasten kann ich nichts machen. Ich wollte ja eigentlich den Controller anschließen, ne? Haben wir eigentlich. Also hier, Bar. Wir müssen ein Glas klauen. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal vor. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die nette Dame hier genannt haben. Aber ich verstecke mich hier einfach jetzt im Karton und wir warten, bis sie uns reinholt. Eieieiei. Das wären schwierige Missionen, glaube ich. Ich glaube, das wird richtig schwierig werden. Kann sie sich ein bisschen beeilen? Magdalena, beeil dich! Oder er. Bitte nimm einfach den Karton und tu ihn rein. Hier schnattert nichts. Alles gut. Alles okay, gut, er geht wieder. Wo ist Magdalena? Wo ist Magdalena, um uns reinzuholen? Das dauert so ewig. Ich war gerade in Industrial Restaurant. Oh, nice. So Gemeinschaftsgrundstücke waren ja nie was, was ich irgendwie bauen konnte oder wollte. Also Gemeinschaftsgrundstücke kann ich überhaupt nicht. Magdalena, wo bleibst du denn? Was ist das denn hier? Ich bin doch einfach nur eine Gans im Karton und ich möchte einfach nur in dieses Restaurant. Da ist sie. Meine Güte, das hat aber auch gedauert, Magdalena. In der Zeit hätte ich ein Ei legen können und das ausbrüten können. So. Schmuggel uns ins Restaurant, also in die Bar. Das ist kein richtiges Restaurant. So. Okay, in die Bar ist abgehakt. Schön, das hatten wir auch schon mal. Also, Magdalena, weiterlaufen, weiterlaufen. Ein bisschen Tempo hier, ein bisschen schneller, ein bisschen tu so, als würdest du bezahlt werden. Ich reite währenddessen als John Marston durch die Gegend, wie lang dieser Epilog einfach ist, aber nice. Ich habe tatsächlich außerhalb des Streams weitergespielt, weil das aktuell so mein Komfortspiel ist und ich ja nicht so eine gute Laune hatte die letzten Tage. Dann habe ich einfach privat weitergespielt. So, bye bye, Magdalena. Bye bye. Jo ja. Okay, dann können wir da ein bisschen rauswatschen. Okay, wir müssen ein Glas klauen. Ein Glas. Und wir müssen dafür sorgen, dass der alte Mann auf seinen Hintern fällt. Da sind zumindest die Gläser wieder gespawnt. Okay, ich gucke erstmal beim Mann, weil die da oben ist mir ein bisschen zu nah dran. Also, wir sollen mit einer Blume ausgezeichnet werden. Lass dich mit einer Blume auszeichnen. Ja, aber wie? Wie mache ich das nochmal? Okay. Warum lässt die Gans das eigentlich immer fallen? Und wie sorge ich dafür, dass er auf seinen Hintern fällt? Kommen wir durch die Tür? Ne, durch die Tür kommen wir ja logischerweise nicht. Kann ich dadurch gehen und dann hier hinten irgendwas mit der Mundharmonika machen? Wie kann er bitte auf seinen Hintern fallen? Ich habe für meine Data Insta-Bild von dir benutzt, war ganz schön schwer, sich dafür zu entscheiden. Die sind alle so schöner. Dankeschön. Dankeschön. Ich lasse die Mundharmonika einfach mal da liegen. So, Magdalena. Kann ich ihm einfach den Hocker wegziehen? Nee, na, das kann ich nicht. Ich will mitspielen.
Wie kann ich ihn auf seinen Hintern fallen lassen? Und wie werde ich mit einer Blume ausgezeichnet? Und was ist da hinten im Busch? Was ist das hier eigentlich? Kann ich die greifen? Kann ich den im Popo zwicken? Wie funktioniert das nicht so ganz? Aber wie kann ich dafür sorgen, dass der alte Mann hinfällt? Der hat mich einfach erwischt. Ich nehme an, die Roten müssen da auf dieses rote Dings und die anderen müssen auf das andere. Kann ich die da irgendwie draufpacken? So zum Beispiel. Ich glaube, ich klaue doch erstmal das Glas. Ich glaube, das ist einfacher. Nein, es ist doch nicht so einfach. Verdammt. Kann die einfach weggehen? Ach Mann. Das ist gar nicht so easy, eine Gans zu sein. Ich wollte es nur noch mal betont haben. Eine Gans zu sein ist ganz schön schwer. Ach Mann. Na gut, dann gucken wir uns den alten Mann noch mal an. Also, wir wissen, ich kann mich auf den Stuhl setzen. Nicht setzen, ich kann daran ziehen. Ich warte hier nur. Setz dich hin. Ach Mann, er geht halt einfach nicht weg. Hallo Jasmin, herzlich willkommen dir. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ja, das wollte ich jetzt nochmal machen, einfach nur der Vollständigkeit halber. Ach so, er hängt die dann wieder auf. Alles klar. Okay, dann brauche ich das nicht zu machen. Ich dachte, die bleibt dann unten und vielleicht hätte ich dadurch einen Vorteil gehabt. So. Ich mache hier einfach ein bisschen Chaos. Ach, Menno! Es hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Sollte ich den Controller vielleicht doch anschließen? Wäre das vielleicht doch praktischer? Reagiert sie nicht mehr? Okay, sie reagiert darauf. Dann nehme ich hier den Korken weg. So. Kann sie nicht einfach zu dem Bier gehen und das einfach mal versuchen zuzumachen? Ich gehe jetzt einfach hier unten lang. Wir tun so. Achso, ich kann da nicht durchgehen, oder wie? Ach doch, da vorne. So.
Ich habe immer noch mein Glas. Nein, ich wäre fast draußen gewesen. Oh nein, mein Glas. Oh, und Magdalena ist ja schon wieder am Laufen. Das ist noch nie. Kann ich hier irgendwie einbrechen oder so? Ach Mann. Wie soll ich denn an dem Typen am Eingang vorbeikommen? Habe ich hier eigentlich noch irgendwas? Ja, die Sachen habe ich noch, aber was soll ich denn damit machen? Ach so, hier ist schon wieder dieses... Ja, okay. Aber für meine Aufgaben brauche ich doch aber die Sachen von hier draußen nicht, oder? Hallo Jackie, herzlich willkommen. Ist hier noch irgendwo was? Kann ich den Kofferraum aufmachen oder sowas? Was ist eigentlich der Sinn dieses Spiels? Wir müssen einfach nur die Aufgaben erfüllen und als ganz Chaos stiften. Also alles ganz normal. Alles wie in meinem Alltag. Wie bin ich nochmal da reingekommen? Oh Mann, ey. Kann ich am Auto irgendwas machen? Kann ich das irgendwie beschleunigen, dass sie mich da irgendwie reinträgt? Also praktisch mein Alltag, ja. Okay, hier geht's nicht weiter. Ist Magdalena weg? Magdalena ist weg. Wie komme ich da rein? So. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder warten, bis sie uns abholt und da reinträgt. Es kann sich ja nur um Stunden handeln. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich meinen Controller anschließe, aber ich weiß gerade gar nicht, wo der ist. Aber wir kriegen das auch so hin. Also wir müssen das Glas in den Fluss bekommen. Das heißt, wir müssen irgendwie an dem Typen vorbei, der da an der Tür steht. Aber wie kommen wir an dem Typen vorbei, der an der Tür steht? Wahrscheinlich muss ich das Glas holen, muss dann durch diesen unteren Gang gehen, muss dann das Glas da abstellen. Ich weiß aber nicht, ob das dann kaputt geht. Muss ihn dann quasi aufscheuchen, sodass er hinter mir hinterher rennt. Muss dann wieder durch den Gang durch, um das Glas einzusammeln, um dann rauszurennen, während er hinter mir her ist. Meine Güte, Magdalena, das hat jetzt aber auch gedauert. Wir konnten jetzt einen ganzen Plan aushacken, weil du so lange gebraucht hast. Genau so. Meine Güte, das klingt anstrengend. Magdalena, lauf mal ein bisschen schneller, bitte. Bisschen Tempo hier. Arbeite bitte so, als würdest du gut bezahlt werden. Ich weiß nicht, ob du überhaupt bezahlt wirst, weil ich eine Gans bin. Aber bitte, bitte tu wenigstens so. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass der alte Mann noch auf seinen Popo fällt. Und wir müssen mit einer Blume ausgezeichnet werden. So, Magdalena, verschwinde. Du hast deine Arbeit erledigt. Bitte geh. Bitte geh einfach. So. Gut, wie komme ich da jetzt wieder raus? Das... Okay. Also... Schritt Nummer 1. Wir holen ein Glas. In der Hoffnung, dass es nicht zerbricht. Erstmal verstecke ich mich. Wo ist denn hier noch ein Glas? Da ist ein Glas. So. Jetzt warten wir, bis sie ein Stückchen weggegangen ist. Ihr fällt jetzt auf, da fehlt ein Glas. Das ist aber nicht unser Problem. So, dann nehmen wir das Glas und gehen hier durch. So. Und dann legen wir das Glas hier hin. So, nun gehen wir zurück.
da ist Magdalena, die jetzt ein bisschen schneller arbeitet. You can do it. Ich gebe mein Bestes, Leute. Ich gebe mein Bestes. Ihr müsst mir das glauben. So. Und dann? Ah. Bitte da hochlaufen. Gehen wir hier rein. Sprinten hier durch. Schnappen uns das Glas. Und sprinten nach draußen. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Okay, wo müssen wir mit dem Glas hin? In den Kanal. Wuhu! Ich habe halt echt nicht gedacht, dass das funktioniert. Das war eigentlich so dumm. Das hätte eigentlich nicht funktionieren dürfen. Aber hey, wir haben ein Glas. Und das haben wir jetzt in den Kanal geworfen. War doch einfacher als gedacht. Ja, ich bin selber überrascht. Wie zum Teufel hat das geklappt? Und jetzt müssen wir uns noch um den alten Mann kümmern und dass der hinfällt. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Lassen uns wieder von Magdalena reintragen, weil anders kommen wir da ja nicht rein. Ich guck nur Magdalena. So. Pause ist vorbei, Magdalena, trag mich rein. So, also wir müssen uns jetzt mit einer Blume auszeichnen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen, aber das mit dem älteren Mann und auf seinen Hintern fallen, da habe ich schon einen Plan. Das mache ich nämlich regelmäßig, dass ich dafür sorge, dass Leute auf ihren Popo fallen. Wow, wie sinnvoll, ein Glas in den Kanal zu werfen, ja. Er hat zumindest dafür gesorgt, dass wir den Punkt auf der To-Do-Liste abhaken können. So, die nächste Mission, das ist einfach nicht wieder rauszurennen, da rausgescheucht zu werden, sondern halt einfach den alten Mann zu ärgern, der uns eigentlich nichts getan hat. Eigentlich hat niemand hier uns was getan, aber egal. Auch gar nicht schwer, so eine ganze Karton, nee. Also wer weiß, was sie denkt, was da drin geliefert wird, aber es ist ihrer Meinung nach bestimmt keine Gans. So. Der alte Mann. Da ist eine Blume, aber ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, wie wir da ausgezeichnet werden können. Das war easy. Aber wir haben eine neue Aufgabe. Gieße dem kräftigen Mann den Eimer über den Kopf. Okay. Wir kümmern uns erstmal. Wie auch immer das funktioniert hat. Vor allem, wieso auch immer das funktioniert hat. Komm, setz dich hin. Nein, ich war zu schnell. Nein. Okay. Okay, ich warte einfach hier. Okay, ich warte da hinten. Ich war schon wieder zu schnell. Das kann doch nicht wahr sein. Moment. Ich schaff das. Ich warte hier hinten. Nimm Platz, Fridolin. Okay, ich warte hier. Mann, wieso bin ich immer zu schnell? Meine Güte, er merkt das, dass ich den Stuhl schon im Schnabel habe, oder? Vielleicht muss er auch schon sitzen. Nee, so kann ich den Stuhl nicht nehmen. Kannst du bitte nochmal aufstehen? Dankeschön.
Ich weiß nicht. Wie kriege ich ihn dazu, dass er da runterfällt? Ich bin nicht da. Das ist nur ein ganz kleiner Moment, ja, ich glaube auch, aber ich bin immer zu schnell dafür. Entweder zu schnell oder zu langsam. Kannst du nochmal aufstehen? Fridolin, ich würde das gerne nochmal machen. Dankeschön. Okay, wir kriegen das hin. Ich war zu langsam. Fridolin, kannst du nochmal aufstehen? Danke. Ah, ich bin schon wieder zu schnell gewesen. Mann, funktioniert das wirklich so? Aber irgendwie wirkt das so, als würde das so nicht funktionieren. Soll das so? Ha, ohne Stuhl kein Hinsetzen. Ich glaube, das bringt jetzt nicht so wirklich was, oder? Aber zumindest hat er seine Mundharmonika jetzt wieder. Ist das wirklich so, dass ich das so machen muss? Weil irgendwie fühlt sich das falsch an. Der Fridolin, wärst du nett zu mir gewesen, hätte ich dir deinen Stuhl gelassen. Na komm. Die Aufgabe war, sorge dafür, dass der alte Mann auf seinen Hintern fällt. Sie haben mir nicht gesagt, dass ich das mit dem Stuhl machen soll. Lina, herzlich willkommen. Danke fürs Folgen. Ich meine, es ist schon naheliegend, dass ich das mit dem Stuhl machen soll. Aber theoretisch steht es nicht da. Was passiert, wenn ich den Stuhl da hochbringe? Ich hatte schon überlegt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, diesen Stuhl, also den Stuhl irgendwie kaputt zu machen. Aber das interessiert sie halt auch nicht, dass der Stuhl da liegt. Worum geht es im Spiel? Wir müssen Aufgaben als Ganze erledigen und diese Aufgaben beinhalten, dass wir Chaos stiften müssen. Ja, hier, Fridolin, nimm den Stuhl und lass mich in Ruhe. Komm, Fridolin, setz dich. Nimm Platz. Vielleicht ja jetzt. Naja. Ach Mann. Die Aufgabe ist, dass wir den alten Mann dazu bringen müssen, dass er auf seinen Hintern fällt. Und die einzige Option, die ich halt sehe, ist, dass er halt irgendwie sich hinsetzen möchte und wir den Stuhl wegziehen, aber das kriege ich nicht hin. Oh wow, guter Wurf. Gut gemacht, Fridolin. Ich bin stolz auf dich. Warte, ich helfe dir. Ich helfe dir, Fridolin. Oh, ich wollte nur helfen. Hallo Maggie, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ja, ist okay. Ich glaube, er möchte nicht mit uns spielen.
Wie kriege ich das hin? Aber ihr stimmt mir doch zu, dass das eine Möglichkeit ist, dass er sich da hinsetzt, oder? Ach Mann. Mein Tag war kacke hoch drauf. Relatable. Relatable einfach, Maggie. Das ist viel einfacher, ganz ehrlich. Kann ich das Ding klauen? Also, jetzt. Kann ich das einfach mitnehmen? Oh, Moment. Mann, ich wollte doch. Ich kann das so nicht machen. So funktioniert es nicht, Leute. Ich glaube, das muss anders gehen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie es anders gehen soll. Können wir ihm... Ich würde gerne da hochgehen. Und das ist nur eine Frage. Ich denke, das funktioniert nicht. Aber wir können es ja mal probieren. Oh, hoppala, falsche Taste. Ah, ich wollte das eigentlich nicht. Ja, behalt bitte die Gabel im Mund. Dankeschön. Verdammt, das funktioniert nicht. Ich dachte einfach, ich könnte diese Gabel nehmen, sie da drauf packen und dann, ne? Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Nee, so funktioniert es nicht, Leute. So funktioniert es nicht. Brauchen eine andere Möglichkeit. Die Frage ist allerdings, welche. Und wartet mal, was ist die andere Aufgabe? Gießt du dem kräftigen Mann den Eimer über den Kopf? Was für ein Eimer? Und wer ist hier der kräftige Mann? Ich werde erstmal gucken. Da ist ein Eimer. Okay, verstehe. Wie zum Teufel soll ich das hinkriegen? Oh mein Gott. Anna ist verzweifelt. Ja, true. Versuch das mal mit dem Mann, auch wenn er mich dann wahrscheinlich rausscheucht. Moment, ist der Eimer schon wieder oben? Hat ihn jemand hingestellt? Ich frag nur, weil sonst brauche ich ihn da nicht hinlocken. Ja, der Eimer steht wieder oben. Drückt mir die Daumen, dass das funktionieren wird. Nehmen wir an, das ist der kräftige Mann. Und der hier hinter?
Nein! 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 Mann! Ja, sie macht das jetzt wieder mit dem Eimer. Nein. Das wäre so gut gewesen, wenn das einfach funktioniert hätte. Was habe ich falsch gemacht? Stand er am falschen Platz? Da ist der Mann. Kommt er mich jagen? Jetzt kommt er mich jagen. Nein, ich habe rausgetappt. Ich meine, ich muss nochmal raustappen. Jetzt hab ich den Chat markiert. So. Mann, ihr seid alle nicht der kräftige Mann. Wo ist der kräftige Mann? Wo ist der Typ? Sag mir jetzt nicht, dass unser Zielobjekt weiter hier vorne steht. Hä? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Nein, nein. Abort Mission. Abort Shit. Gott, ich verstehe. I get it. Nein. Nein, da hinten. Dadurch. Genau. So. Kommt der Typ jetzt? Looney, danke für den Raid. Herzlich willkommen. Nee, dich wollte ich nicht. Wo ist der Typ? Nee, die wollte ich auch nicht. Jenny, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Nein! Nein, abort Mission! Nein. Mann, die sollen doch nicht alle auf uns aufmerksam werden. Nur der eine große Typ. Oh nein. Geht wieder zurück an euren Platz, bitte. Geht an euren Tisch. Geht an euren Tisch und genießt den Tag. Ignoriert einfach, dass hier eine Gans rumläuft. Ich hab gesagt, ignoriert mich. Ich bin schüchtern. Lauf. Lauf, 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 lauf. Und da hoch und da rein und dann da durch. Yes. So, ich habe jetzt die Tomaten da verstreut, in der Hoffnung, dass er dann hier hinterkommt und die einsammeln möchte. Genau. Genau. So. Nee, ich mache keine TikTok-Pausen oder sowas. Wenn ich streame, dann streame ich. Bitte, 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 bitte. Nein! Nein, ich muss da kurz. Entschuldigen Sie, Madame. Ja, ich bin hier ein bisschen gefangen in der Ecke. Die lässt mich da nicht hinten hin. Nein, komm schon! Nein. Okay, das habe ich verkackt. Wo ist der Typ? Ich will nicht ranzoomen, kann ich wegzoomen? Okay, damit zoome ich weg und damit zoome ich ran. Okay, nächster Plan. Einfach so an der vorbei. Ich werde einfach mehr Tomaten da rauspacken.
Einfach statt drei Tomaten, ich dachte, die würden ausreichen, mache ich einfach mehr, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe, ehe der die alle weggepackt hat. So. Und eine als Reserve packe ich ein Stückchen weiter hinter. Okay. So. Dann kannst du bitte da oben lang rennen, Dankeschön. So. So, okay. Mission erfolgreich gestartet. So. Okay. Okay. Man ist jetzt blöd, dass sie da im Weg steht. Kann sie bitte weggehen? Okay. Oh mein Gott, über den Kopf gießen, Leute. Da muss Wasser rein, oder? Nee, okay. Ich dachte schon, da muss Wasser rein. Okay. Das heißt, es fehlt nur noch das mit dem Mann und dem Hintern. Aber wie kriege ich? Also erstmal möchte ich jetzt mal ganz kurz gucken, ob der da weggeht. Okay, der geht da anscheinend weg. Aber wie kriege ich den Mann dazu, dass er auf seinen Hintern fällt? Wie kriege ich den dazu? Das kann doch. Nee, das kann doch so nicht funktionieren. Da muss ich irgendwas anderes machen, oder? Okay, aber der sammelt trotzdem noch die ganzen Tomaten ein. Das ist zumindest schon mal nett von ihm. Wie kriege ich das hin? Oh nee, es ist der Typ schon wieder da. Und kann der nicht einfach mal gehen? Mit seinem Tomatenhintern. Apropos Tomatenhintern, kann ich vielleicht eine Tomate nehmen und die bei dem auf den Stuhl packen? Nee, anscheinend nicht. Ich kann den Stuhl halt nicht wegziehen. Das ist halt das Komische. Also ich kann den wegziehen, aber das bemerkt er halt immer. Deswegen. Deswegen weiß ich nicht so ganz, was ich machen soll. Ist hier noch irgendwo was? Nee. Hier ist auch nichts. Kann er sich da drauf setzen? Ah nein, ich wollte sprinten. Ha 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 ha.
Tja, dann nehme ich halt seine Mundharmonika weg, ne? Ich weiß halt nicht, ob er das andere Ding da, was ich da angeschleppt habe, als Ersatz quasi nehmen kann. Dass er sich da quasi draufsetzt. Wahrscheinlich nicht, oder? Der wird sich da bestimmt nicht draufsetzen. Ich weiß nicht mal, was es ist. Hallo, da steht doch was, wo du dich draufsetzen kannst. Hier. Ich glaube, das will er nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Aber mehr gibt's hier doch auch nicht, oder? Da bin ich jetzt blind. Also weiß jemand, ob ich zufälligerweise mit meiner Vermutung richtig liege, dass ich den Stuhl wegziehen muss? Ist das wirklich so? Weil ich sag mal so, wenn nicht, dann muss ich mir was anderes überlegen. Da ist auch eine Lücke, kann ich da durchrennen? Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, was mir das bringen sollte. Aber ich kann es immer probieren, ob ich da durchpasse. Ist ich da geduckt durch? Nee. Statt er nimmt den Stuhl einfach mal direkt mit. Na gut, dann bringe ich ihn den Stuhl wieder. Ich vielleicht irgendwas von draußen? Aber das ergibt ja auch keinen Sinn. Aber ich kann doch nicht beim Untitled Goose Game nach der Komplettlösung gucken. Das geht doch nicht. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Warum guckt er mich so böse an? Ich bin doch... Ach, jetzt habe ich es verkackt. Ich bin einfach nur dabei, das Spiel zu gewinnen. So. War das ein richtiger Spielverderber, der Fridolin, ne? So macht man das. Na komm, Fridolin, wirf den letzten Treffer. Ach, Fridolin.
Komm schon, jetzt aber Fridolin. Mache ich es halt selber. So, alle Punkte da. Kann ich hier mit dem Fass noch irgendwas machen? Boah, ich weiß gerade echt nicht, wie ich den Typen da runterkriege, ne? Hier gibt es aber auch nichts weiter, was ich benutzen könnte. Ich kann mich aber auch nicht im Gras da verstecken. Ich glaube, ich google einfach mal danach, weil ich weiß wirklich nicht, wie ich das machen soll. Untitled Goose Game Komplett Lösung. So. Wir sind bei der Bar, wenn das jetzt mal laden würde. Stehen einfach nur rum, Fridolin. Guck mich nicht so an. Okay, wir sind bei der Bar. Der Garten. High Street. Back Gardens. Pub. So. Das ist eigentlich genau das, was also hier steht: Warten Sie im Biergarten, bis der Alte auf seinen Schemel, sitzt, bevor Sie mit ihm interagieren und ihn ein Stück weit wegziehen, damit der Alte in Untitled Goose Game auf seinen Hintern fällt. Als ob der Stuhl zu dicht hinter ihm bleibt, wird er es bemerken und nicht umfallen. Heißt es? Also ich war theoretisch eigentlich richtig, nur ich krieg's nicht hin. Ich will erstmal dieses Ding jetzt hier wieder wegmachen, weil damit lag ich offensichtlich komplett falsch. Aber ich muss es wegziehen. Hallo Mama, herzlich willkommen. Aber wie soll das funktionieren? Das funktioniert doch nicht. Entweder ich will den wegziehen und er bemerkt das halt und dreht sich um und guckt mich dann böse an und holt den dann wieder. Oder er setzt sich halt einfach zu schnell hin. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das halt einfach nicht. Sag ich so, wie es ist. Warum guckt die mich jetzt an? Ja, dann gehe ich halt weg. Das ist halt einfach anscheinend eine Timing-Sache. Aber diese Timing-Sache kriege ich einfach nicht hin. Das Blöde ist, wir kommen halt auch nicht weiter, wenn ich das nicht erledigt habe, oder? Geht's danach überhaupt noch weiter? Ach, Mann, ey. Nee, es war schon wieder zu weit. Die Sache ist halt, die muss ich... Muss ich das machen, während er sich hinsetzt, oder kann ich den halt schon vorher ein bisschen verschieben? Also wenn er drauf sitzt, kann ich halt logischerweise nichts mehr damit machen. Kannst du bitte wieder aufstehen?
Ich guck mal nochmal nach einer anderen Komplettlösung. Oder es vielleicht ein bisschen besser erklärt ist. Weil so kriege ich das halt irgendwie nicht hin. Na, gib mir bitte den Pub. Ja, schön, das ist der Garten hier. Oder muss ich den, ich kann den doch auch nicht wegziehen, wenn er sich nicht hinsetzt. Okay. Okay, Leute, ich hab's. Es war doch nicht so easy, wie ich dachte. Aber es war doch sehr easy. Ah, Gott, Leute, ich musste einfach nur die Mundharmonika ein bisschen wegbewegen, weil dann hat er nicht geguckt, bevor er sich hingesetzt hat. Es war so easy. Aber jetzt haben wir die komplette To-Do-Liste für die Bar. Das Problem ist halt, wie geht es weiter? Wie komme ich in den nächsten Bereich? Ist der nächste Bereich draußen? Weil da waren ja auch noch Sachen, aber es kann auch sein, dass es einfach nur so ein Übergangsarena war. Ja, ich möchte rausgehen, ist okay. Haben wir hier noch was? Nee. Wo finde ich jetzt die nächsten Aufgaben? Wäre jetzt die Sache. Weil normalerweise bei den anderen war es ja so, dass wenn ich die Bonusaufgabe gemacht habe, dass ich dann halt quasi das nächste freigeschaltet habe, beziehungsweise den nächsten Weg. Aber hier weiß ich gerade nicht. Habe ich hier irgendwelche Aufgaben? Nee. Klar, mal wieder die Post. Kennt man. So, pack die einfach mal zu den Nachbarn. Oder funktioniert das? Wartet mal ganz kurz, ich will mal was testen. Wir können ja quasi jetzt in den Bereichen hin und her gehen. Das heißt, wir kommen ja wieder zurück zu den Gartenanlagen. Das heißt, wenn ich jetzt hier quasi den Brief nehme, kann ich den Brief zustellen? Kann ich den zu dem Typen bringen? Wir können ja hier durchgehen. So. Und dann sind wir wieder hier in dem Bereich, wo dieser Brunnen war. Wenn wir weiter nach oben gehen, sind hier die Gärten. Die Gärten, in denen wir auch schon drin waren. So. Und das war offensichtlich der Brief von dem Typen, der hier wohnt. Wie kam ich denn jetzt da rein? Da. Kann ich dem jetzt hier den Brief bringen? Oh, das ist ihr Brief. Reagiert sie jetzt auf den Brief? Hallo Luca, herzlich willkommen. Sie reagiert überhaupt nicht auf den Brief. Okay, das ist jetzt ein bisschen schade, ein bisschen traurig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon ein bisschen bitter. Wo geht es jetzt aber weiter? Wie komme ich zum nächsten Bereich? Wäre jetzt meine Frage.
Okay, man muss aber dafür schwimmen. Hä, aber wenn das hier ihr Haus. Ah, nee, das hier war ihr Haus. Also war das wirklich ihr Paket. Okay. In der Lösung steht, dass man dahin schwimmen muss. Das heißt, es kann sein, dass ich hier lang schwimmen muss. Wir gucken einfach mal, wo wir ankommen. Einfach mal schauen. Wir werden es schon finden. Oh Mann. Also ich muss sagen, am Anfang war das Spiel noch relativ easy, tatsächlich. Aber irgendwann ist es halt wirklich schwierig geworden, wirklich komplex. Aber wenn wir hier lang schwimmen, kommen wir dann nicht einfach zum Anfangsbereich? Hallo Shogun, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Cooles T-Shirt, Dankeschön. Ist hier irgendwo der Bereich, den ich suche? Das ist der Bereich vom Anfang. Hä? Ich bin ein bisschen lost, Leute. Wo muss ich lang? Wo muss ich hin? Ja, und hier ist der Brunnen wieder. Oh mein Gott, ich habe mich verlaufen. Ich habe mich im Untitled Goose Game verlaufen. Wie kann das bitte sein? Ich weiß nicht, wie ich zum neuen Bereich komme. Das ist jetzt ganz problematisch. Weiß einer von euch, wie ich hier weiterkomme? Ich frage nur. Wie muss ich das denn? Also laut Komplettlösung muss ich dahin schwimmen. Aber es ergibt doch keinen Sinn, dass wir hier bis zum. Kann ich da durch? Nee. Und das hier ist ja hier bei den Gärten, ne? Ja, das ist hier der Garten. Da waren wir schon. Mal noch kurz unseren Lieblingsgärtner ärgern. Aber da führt auch ein Weg lang. Also ich vielleicht. Ich muss da nicht wieder zurück zum Anfang, oder? Hier komme ich nicht durch. Und hier war ja der Anfangsbereich. Ja. Ich bin verwirrt. Ja, same. Wenn ich über die Brücke gehe, ist da vielleicht noch irgendwas, aber das dürfte eigentlich auch nicht sein, weil da konnten wir ja vorhin schon hin. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass das quasi der Endbereich ist. Hier haben wir halt noch so eine Tür und dahinter geht es halt weiter, aber ich weiß nicht, wo diese Tür ist. Ich schwimme nochmal zurück. Weil so wie das jetzt aufgebaut ist, hätte es doch eigentlich sein können, dass wir hier von Anfang an hätten hochschwimmen können und dann halt einfach so 90% des Spiels überspringen, oder? Vielleicht muss ich nochmal in die Bar, dass wir von der Bar aus weiter müssen. Das wäre nämlich das einzig Logische eigentlich. Aber die Frage ist halt. Wie kommen wir von der Bar aus da zum nächsten Punkt? Ich kann ja noch mal googeln. Ich kann auch mal gucken, während wir hier auf Magdalena warten.
So. Hier steht halt, um dahin zu kommen, springen Sie in den Bach links vom Pfad und schwimmen Sie unter der Brücke hindurch, um in das Modelldorf zu gelangen. Aber welcher Pfad und welche Brücke? Weil wir sind doch in diesen Fluss reingesprungen und da lang geschwommen. Okay, Magdalena holt uns erstmal rein und ich gucke hier weiter. Ich möchte nicht wissen, welche Trophäen es gibt, sondern wie ich weiterkomme. Das Modelldorf liegt hinter der Kneipe. Steht hier. Dazu müssen wir zum nahegelegenen Wasser nach rechts gehen, wo sich die Brücke befindet. Hä? Also hier ist es offensichtlich nicht. Weshalb ich aber nicht verstehe, warum es diesen Abschnitt hier gibt. Weil das hier bringt uns ja nun gar nichts. Oh mein Gott, Leute, ich bin so dumm. Antidehydrationserinnerung, Dankeschön. Wow, Leute. Wow. Also das war jetzt. Das war easy. Und ich nehme an, jetzt kommen wir hier zu diesem Pfad, wo ich. Ja, jetzt kann ich hier dieses Schloss aufmachen. Ah, nee. Das ist noch verschlossen. Okay. Dann können wir das Schloss nicht aufmachen. Was ist das hier? Kann ich da was machen? Kann ich hier was machen? Nee. Tja, Leute. Okay, hier kommen wir nicht durch. Und da ist das Modelldorf. Gut, wir sind da. Und da ist die kleine Brücke. Hab's geschafft, Leute. Wir sind im Modelldorf. Also Miniaturdorf. So, was sind unsere Aufgaben? Klau die schöne goldene Miniaturglocke. Das müssen wir die erstmal finden. Oh, das ist ja wirklich das Dorf. Hier ist der Garten mit dem Gärtner. Der Gärtner. Hier ist das Dorf, wo wir waren, wo wir da in der Telefonzelle den Jungen eingesperrt haben. Kann ich die mitnehmen? So, hoppala. Postboten haben wir zwar nicht gesehen. Hier sind die beiden Gärten, in denen wir waren. Oh, ist das schön. Das ist schön aufgebaut. Dann ist da der Brunnen. Hier ist die Kneipe. Ja, da kommen wir nicht lang. So, hier müssen wir uns ein bisschen klein machen. Und dann dahinter kommen wir zum Miniaturdorf. Was ist da? Da ist die Glocke, Leute. Da ist die Glocke. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht wirklich wahr. Wir müssen jetzt nicht wirklich einfach das Schloss zerstören. Ey, das ist echt so eine böse Gans, ne? Kann ich das schon rausziehen? Nee, ne? Kann ich das jetzt rausziehen? Irgendwie noch nicht. Muss ich noch was kaputt machen?
Es wäre doch eigentlich zu easy, wenn das so klappen würde. Ich hab die Glocke. Wir haben eine neue Aufgabe. Trage sie den ganzen Weg zurück nach Hause. Oh mein Gott. Oh mein Gott, meinen Sie mit zurück nach Hause, dass ich jetzt halt wirklich an unseren Spawnpunkt zurück muss? Also quasi noch am Garten vorbei? Oh mein Gott, natürlich läutet sie, wenn ich renne. Natürlich, was auch sonst. Oh mein Gott, und ich habe den Schlüssel nicht. Hätte ich den Schlüssel, wäre das easy peasy lemon squeezy. Aber ich habe den Schlüssel nicht. Und ich kann nicht rennen, weil sonst die Glocke läutet. Warum ist da auch ein Schlüssel? Oh mein Gott, Leute. Es wird auch sowas von schief gehen, oder? Natürlich sind die hinter mir her, weil ich die Glocke habe. Was auch sonst. Nein, oder der kann die jetzt nicht greifen. Moment. Wir machen das dasselbe Prozedere wie vorhin mit dem Glas. Nein, das ist meine Glocke. Oh mein Gott. Aber sie kommt mir nicht hinterhergerannt. Wieso ist das da jetzt abgedeckt? Warum ist das abgeschlossen? Muss ich das jetzt, die Glocke jetzt wirklich durch die Stadt tragen? Haben sie das jetzt alles abgeschlossen, damit ich nicht die Abkürzung nehmen kann? Sondern durch alle Gebiete... Oh mein Gott, sie haben das wirklich abgeschlossen. Wie gemein! Oh mein Gott, natürlich haben sie da jetzt die Türen aufgemacht, damit ich da durch die Dinge durchgehen muss, durch die Gärten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wo soll ich denn lang gehen? Muss ich das jetzt nochmal kaputt machen? Ah, okay, sie legt die einfach nur dahin. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Checkpoint quasi. So. Einfach noch ein bisschen Unfug. Hallo, kannst du das mal bitte... Okay, Leute, wir sind in Garten Nummer 2. Der hat das natürlich hier zugemacht, offensichtlich.
Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, Moment. Sag jetzt bitte nicht, er wirft es rüber. Nein, er wirft es rüber, oder? Nein, kannst du bitte nicht? Wieso wirft er immer alles, was wir geklaut haben, wieder... Oh mein Gott. Oh, der steht im Weg rum. Ich will doch einfach nur hier durchgehen. Ich will einfach mal gucken, wo ich lang muss. Ich muss da unten raus. Natürlich. Natürlich muss ich da unten raus. Meine Güte. Okay. Es kann doch nicht wahr sein, dass sie mir das so schwer machen. Und ich habe schon echt gedacht... Oh, hoppala. Oh, shit. Nein, diese Steuerung, Leute. Diese Steuerung. Ich krieg die Krise. Gott sei Dank. Okay, wo geht's jetzt weiter? Oh mein Gott. Das ist wirklich einfach so nervenaufreibend. Oh Gott, Leute, erstmal mal tief durchatmen, bevor wir jetzt ins nächste Abenteuer reinstürzen. Hier müsste die Frau mit dem Besen irgendwo sein, ne? Ja, da ist sie. Oh nein, da ist noch eine zweite! Kann ich einfach darum kämpfen? So. Oh no, ich glaube, sie ist schneller als ich. Oh no. Ah, oh, shit, ich habe aus dem Spiel rausgetappt. Nein, gib mir. Wir haben so ein Ründchen getanzt. Gib mir einfach die Glocke. Also der Junge ist jetzt kein Hindernis für mich, sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Mann, die Gans lässt sich aber auch so doof steuern. Na, ich sag doch, der Junge ist kein Hindernis. Ah! Nein! Wieder einsammeln! Renn! Jetzt fehlt nur noch der Gärtner. Oh nein, er steht direkt vor der Tür. Nicht der Gärtner, Leute. Nicht der Gärtner. Nicht der... Oh nein. Jetzt habe ich seine Schlüssel. Den wollte ich doch gar nicht. Moment. Jetzt keine Panik auf der Titanic. Wir haben 3 von 4 Sachen schon abgeschlossen. Verdammt. Oh Gott, in solchen Stresssituationen komme ich halt überhaupt nicht mit der Steuerung klar. Einfach so zwischendurch ein bisschen Unfug stiften. Oh Gott. So, und jetzt nimm die Blume. Verdammt. Thank you.
Nee, das wollte ich jetzt nicht. Hoppala. Oder muss ich erst die Schlüssel klauen, damit ich an die Glocke komme? Was ist das denn? Oh toll, er findet die aber auch sofort wieder. Findet er die echt jetzt wieder? Hallo Charm, herzlich willkommen. Das ist Untitled Goose Game. Oh, wir müssen gerade die Glocke klauen. Und sie nach Hause bringen. Also ich würde mal vermuten, wir sind auf dem Weg zum Ende des Spiels. Oh Gott, ey. Sprinte da jetzt einfach durch, ne? Sprinte jetzt einfach hier durch. So, eigentlich dürfte uns der Gärtner jetzt nicht mehr verfolgen. Ist denn zu Hause? Moment. Trage sie den ganzen Weg zurück nach Hause. Ja, das müsste ja hier sein. Ist hier zu Hause? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Vielen Dank, dass ihr unser Videospiel, dass du unser Videospiel spielst. Leute, wir haben es durchgespielt. Wie nice, guckt euch das mal an. Die Gans sind einfach so viele. So, what the? So viele von diesen Glocken geklaut. Was? Was? Unter einer Mitwirkung von einer Gans als die Gans. Oh mein Gott, Leute. Bitte was? Wir haben halt für Untitled Goose Game durchgespielt. Weil was? Das war so ein süßes Spiel. Hoppala, jetzt kriege ich Schluck auf. Es gibt noch Nebenmissionen, die man freischalten kann. Also diese letzte To-Do-List haben wir ja nur im Garten eins gemacht. Ich würde tatsächlich jetzt noch, wenn das geht, ich weiß halt nicht, ob das jetzt noch funktioniert, dass wir im selben Spielstand weitermachen, würde ich nach der Liste googeln. Und dann würde ich gucken, ob wir das halt irgendwie noch hinkriegen, dass wir das halt alles durchspielen. Oh, wie cool. Also ich muss sagen, ich fand das Spiel jetzt richtig cool. Es hatte jetzt 4 Level. Wir haben tatsächlich 3,5 im letzten Stream gemacht. Und das letzte, also, ne? Die letzte Hälfte von dem anderen und das letzte Level quasi noch jetzt. Aber hey, wie lustig war das Spiel bitte? Das war super witzig. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Es war so ein kleines, schnuckliges Spiel. Neue Seite für Aufgabenliste. Ah, da, okay, Aufgaben zusätzlich. Okay, ich muss nicht mal googeln. Kohlpicknick. Stell dem Jungen ein Bein, sodass er in eine Pfütze fällt. Bring die Wagen im Laden zum Klingeln. Öffne einen Regenschirm im Fernsehladen. Bringe jemanden aus einem anderen Bereich als der Hauptstraße dazu, eigene Sachen zurückzukaufen. Sammle die 5 Blumen im Korb beim Brunnen. Eine Tulpe, eine Lilie, eine Rose, eine Margarite, eine Chrysantheme. Okay, was ist hier vorne noch? Oh Gott. Oh mein Gott. Aufgaben schnell. Was? Zurücksetzen, um das zu probieren. Erledige alle Aufgaben auf der Liste. Erledige die Aufgabenliste für den Garten, bevor die Kirchenglocken läuten. Erledige die Aufgabenliste für die Hauptstraße, bevor die Kirchenglocken läuten. Erledige die Aufgabenliste für die Hinterhöfe. Achso, das ist halt einfach nur Zeitspiel. Lass dich über den Zaun werfen. Okay, Oh Gott, Leute, es gibt nur so viele Missionen. Kohlpicknick wäre das Erste, was wir ja jetzt machen könnten. Aber wie nice.
Wie nice war das einfach? Also ich finde, das Spiel war richtig, richtig nice. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole. Cool Picknick. Hä, wieso kann ich den Kohl eigentlich nicht nehmen? Achso, den muss ich rollen, oder wie? Aber wir können... bestimmt... hinten ging es doch weiter, oder? Ist das Tor jetzt wieder offen? Ja, es ist wieder offen. Oh mein Gott, der kommt uns hinterhergerannt! Okay, das heißt, ich muss ihn ablenken. Dann weiß ich zumindest, dass das so nicht funktioniert. Okay. Aber kann ich... ich muss den halt wirklich rollen, ne? Ich muss den Kohl halt wirklich einfach rollen. Weil ich den nicht greifen kann. Wie soll das bitte funktionieren? Ich krieg den ja nicht mehr aus dem Garten raus. So vielleicht. Aber das sieht er doch, oder? Oder geht er erst zum anderen Kohl? Ah, jetzt habe ich schon wieder rausgetappt. Ich hasse das. Oh, hoppala. Ja, geplant war das so jetzt nicht. Kriege ich den jetzt wieder raus? Ich glaube nicht, oder? Ist der Kohl verloren? Nee, der Kohl ist nicht verloren. Noch nicht ganz. Nein! Okay, das Einzige, was ich an diesem Spiel zu bemängeln habe, aber ich denke mal, das war Absicht, ist die Steuerung. Das ist halt jetzt nicht so intuitiv. Und ich sag mal, so flüssig. Oh mein Gott. Und auch nicht so präzise. Also flüssig halt schon, aber nicht so präzise, wie es vielleicht sein sollte. Aber ich glaube, dass... oh nein, ich will nicht, dass der Kohl im Wasser schwimmt. Kann ich den einfach hier irgendwie rauskriegen? Ich werde den restlichen Stream einfach an dieser Aufgabe mit dem Kohl sitzen. Und wenn ich den dann rausgekriegt habe, kommt der Gärtner und klaut ihn mir. Oh, hoppala. Nicht wieder ins Wasser. Nicht ins Wasser. Den Kohl nicht ins Wasser. Oh mein Gott. Nicht ins Wasser, habe ich gesagt. Es gibt da bestimmt eine einfachere Lösung, oder? Oh Gott, nicht in diese Richtung. Also auf die Idee, den Kohl dahin zu bringen, wäre ich auf diese Art und Weise nicht gekommen. Okay, vielleicht noch ein Stückchen höher. Nochmal von vorne. So. Da hoch. Erstmal wieder Richtung Weg, wo es ein bisschen ebener ist. So, jetzt einfach. Es scheint doch zu funktionieren, oder? So. Okay, cool, Picknick. Erledigt, auch wenn es nicht direkt auf dem Picknickkorb ist. So, dann... stell dem Jungen ein Bein, sodass er in die Pfütze fällt. Alles klar.
Sollten wir hinkriegen. Also erstmal möchte ich noch die Blume gleich klauen. Dafür muss ich hier aber noch ein bisschen Unruhe stiften. Damit der Gärtner das nicht sofort checkt, vielleicht. So. Oder nehmen wir die Blume einfach mit. Und hoffen, dass er das einfach nicht mitbekommt. So. Okay. Korb, Blume. Korb, Blume, check. Deine Tulpe. Erledigt. So. Jetzt dem Jungen so ein Bein stellen, dass er in die Pfütze fällt. Wir haben es ja schon mal hingekriegt, dass er hinfällt. Ich weiß nicht, ob das als ein Bein stellen gilt. So, bei unserem liebsten Gärtner noch mal ein bisschen Chaos stiften. Jetzt, wo ich diese ganzen vielen goldenen Glocken sehe, bin ich mir übrigens auch sicher, dass das der Grund ist, weshalb sie nicht wollen, dass sie die Gans umläuft. Also, ja. So, hier ist die Pfütze. Oder eine Pfütze. Wieso kann ich das nicht? Ja, das war jetzt nicht die Pfütze, aber okay. Rennt er jetzt nicht weg, weil er seine Pfütze, seine Brille nicht hat? Ja, bitte. Bitte, Jeffrey. Jetzt siehst du mich wieder und jetzt rennen. Zählt das nicht als in die Pfütze gefallen? Okay. So, ich bringe die Wagen im Laden zum Klingeln. Die Wagen. Im Laden. Wo sind denn hier Wagen? Da ist eine Waage. Ah, okay, da muss ich dann anscheinend schweres Zeug drauflegen. Wenn ich den. Okay. So. Waage hat geklingelt. Das geht doch ein bisschen einfacher, als ich dachte. Öffne einen Regenschirm im Fernsehladen. Okay. Wo kriege ich aber einen Regenschirm her? Verkauft sie ihr Regenschirme? Da sind Regenschirme. Aber wie kriege ich die auf? Wie komme ich in den Fernsehladen? Ah, Moment, ich glaube, ich weiß, wie ich in den Fernsehladen komme. Space Dragon, herzlich willkommen. Danke fürs Folgen. Nee, da solltest du nicht hin. Nein, da sollst du auch nicht hin. Da lang. Genau, geh da rein. Oh, hoppala, das sollte ich im Fernsehladen machen. Nein. Oh, er war halt einfach nur noch nicht richtig drin. Ja, gut. So, kann ich den jetzt nochmal nehmen? So. Fernsehladen. Und. So, Regenschirm im Fernsehladen geöffnet. Irgendwie sind diese Aufgaben viel, viel einfacher, als ich dachte. Bring jemanden aus einem anderen Bereich als der Hauptstraße dazu, eigene Sachen zurückzukaufen. Aber wie soll ich die Leute außerhalb der Hauptstraße dazu bringen, ihre, also Sachen zu verkaufen? Also ihre eigenen Sachen zurückzukaufen? Muss ich dann, also,
Bei Essen, was habe ich verpasst? Wir haben das Spiel durchgespielt. Und sind jetzt nur noch dabei, die Nebenmission zu machen. Ich habe auch gelesen, dass wir irgendwo ein Tor schießen sollen. Deswegen nehme ich den Ball jetzt schon mal mit. Und Jeff, du lässt die Finger von unserem Ball. Jeff, das ist mein Ball. Oh Gott, Elfriede. Elfriede, kannst du nicht einfach hier hinten dein Dingens machen? Hier ein bisschen Chaos. Wo ist Elfriede? Da ist Elfriede, aber da ist auch der Ba. Na? Ah, Mann, wieso tappe ich immer raus? Oh Gott, Elfriede. Hier, hol dir dein Klopapier zurück. Elfriede. Ist ja grauenhaft mit ihr. Mensch, Elfriede, ja. Wo ist der Ball? Hä, seht ihr irgendwo den Ball? Ist der nicht mehr hier? In die Garage gerollt. Ach, Elfriede, du mit deinem Stock, ey. Nein, da hinten ist der Ball. Ah. Kann ich den eigentlich festhalten? Nee. Wir kriegen das schon hin. Wir schaffen das. Verschwinde, Jeff. Mach das einfach. Hau ab! Hau ab! So. Er hat so viele andere Spielzeuge da. Geh weg! Ich mach deine Schuhe wieder auf. Geh weg. Wenn du jetzt Elfriede auf uns hetzt, dann quark ich dir die ganze Nacht ins Ohr. Ich meine, es ist schon bitter, wenn eine Gans einem den Ball klaut, aber hey. So. Ist einfach ein bisschen sneaky. Nee, das ist eigentlich falsch. Ist da lang. Sneaky an Elfriede vorbei. Oh mein Gott, sag das nicht. Ich krieg den Ball da nicht hoch. Oh no. Oh no, kriege ich das dann nicht hoch? Oh no, muss ich das über den Garten machen? Ist das überhaupt das Ziel? Doch, ich krieg den da hoch. Habt ihr das gesehen? Ah, doch, okay, ich musste nur ein bisschen drüber trampeln. Okay. Aber wie sollen wir jemanden außerhalb der Hauptstraße dazu kriegen, irgendwas zurückzukaufen? Das heißt, ich muss theoretisch, kann ich den BH klauen und dann zum Laden tragen und dann da ausstellen und die kauft es dann zurück? Moment, kurzer Check. Okay, das heißt, die haben jetzt natürlich
die Tore wieder zugemacht, weil das wäre sonst zu easy gewesen, wenn ich mich da hätte durchschleichen können. Wir schaffen das. Wir schaffen das, Friends. Wir sind eine sehr talentierte Ente. Gans. Vielleicht läuft es deswegen nicht so gut, weil ich denke, es wäre eine Ente. Meine Güte. So, und jetzt? Da lang. Da lang, perfekt. Da hoch, da hoch, da lang, los, komm. Ich schaff das. So, wir müssen die da irgendwie durchkriegen. Die Frage ist halt nur, wie kriege ich den Ball jetzt darüber? Ai. Nicht! Nicht so weit! Nicht so weit! Genau da. Da durch. Komm schon. Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon, Mark. Wirf jetzt einfach diesen Ball, so wie bei den ganzen anderen Sachen, einfach nach drüben. Komm schon, Mark. Seine Unterstützung. Da, Ball. Gut erkannt. Nimm ihn und wirf ihn über den Zaun. Let's go, Mark. Du rockst. Du bist mein Lieblingscharakter in diesem Spiel. Du hilfreicher, hilfreicher Typ. So, machen wir das hier kaputt. Hier drüber. Sie kann uns einfach ignorieren. Und dann holen wir uns einfach... Wo ist der Ball? Hä? Excuse me, wo ist der Ball? Hat sie ihn weitergeschmissen? Hä, wo ist der Ball, Leute? Wo ist der Ball? Bin ich blind? Er hat ihn doch rübergeschmissen. Habt ihr den Ball gesehen? Aber er hat ihn doch rüber... Hä? Ach, da hinten! Ich sehe ihn. Hab ihn. Der hat sich gut versteckt, der Ball. So, nicht da lang, nicht da lang, nicht da lang. Ich finde es schön, wie sich halt keine Sau drum schert, was ich hier mit dem Ball mache. Sonst sind die immer so auf Hab-8-Stellung. Oh mein Gott. Nein, falsche Richtung! So. Verdammt. So. Und jetzt... Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich den Ball da nicht durchkriege. Doch, kriege ich. Oh mein Gott, dieser Ball, ne? Das wird eine schwere Geburt, ich sag's euch. Wahrscheinlich gibt es auch eine einfachere Möglichkeit, oder? Was erwartet ihr von einer Gans mit einem Fußball? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, 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 nein!
Ah, die Steuerung. Das Problem ist halt, wenn ich auf Shift drücke, damit die ganze Zeit anfängt zu sprinten, dann sprintet sie halt einfach geradeaus in die Richtung, in die sie gerade läuft. Und das ist halt nicht so praktisch. So. Und jetzt? Fast. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft, wir haben ein Tor geschossen. Bring jemanden, ja, Sachen zurückzukaufen. Aber wie bringe ich jemanden dazu, Sachen zurückzukaufen? Wo ist die Frau? Sie spannert einfach so beim Nachbarn. Aber ich kann da jetzt nicht einfach mit der Vase gehen, oder? Kann ich einfach mit der Vase abhauen? Okay. Weil sie ist ja nicht vom Bereich der Hauptstraße. Das heißt, wenn ich die Vase jetzt wegbringe, vielleicht sucht sie die. Vielleicht hätte ich aber auch auf mich aufmerksam machen sollen. Aber ich kann sie ja schon mal hierher bringen. So, macht sie jetzt damit was? Kannst du das ausstellen? Vielleicht muss ich aber auch den Gärtner nehmen. Weil hier sind ja Gartenwerkzeuge. Wir versuchen es mal mit dem Gärtner. Der hatte ja immerhin Gartenwerkzeuge gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Es ist ein Gärtner, er muss Gartenwerkzeuge gehabt haben. So. Dann haben wir jetzt das Gartenwerkzeug. Dann bringen wir das jetzt erstmal hin und dann locken wir ihn raus. Der einfach so voll Angst hat. So, müssen wir das ausstellen oder packt sie das dahin? Ja, ist okay, wir gehen. Okay, sie hat das Werkzeug mit dahin gelegt. Das heißt, das war wahrscheinlich der, die, Le die Leselsrötzung. Das war die Leselsrötzung, Leute. Jetzt müssen wir nur den Gärtner noch dahin bringen. Wo ist er denn? Da ist er. Hat seine Schlüssel nicht mehr im Schlüsselbund, ne, weil die hier liegen. Wenn ich jetzt... Okay, er kommt hinterhergerannt. Eieieiei, er muss halt nur bis zum Laden mitkommen. Ha! So. Nimmt ihr das jetzt einfach mit? Hallo Elfriede, kannst du bitte mal abkassieren gehen? Ich glaube, Elfriede geht jetzt abkassieren, oder? Geht Elfriede abkassieren. Komm, Elfriede. Kassier ab. Ja, guckt. Haha. Das ist aber mein Gartenwerkzeug. Nein, das lag doch hier. Das ist meins. Bezahl dafür. Und er so, verdammt. Ja, so 2,50 €. Eieiei. Was fehlt uns jetzt noch? Sammle 5 Blumen.
Die Rose haben, die Tulpe haben wir. Lilie, Rose, Margarete und Chrysantheme. Okay, was war noch? Sperre den Jungen in der Garage ein. Ach, easy. Easy peasy, Leute. Jeff, du bist Nummer dran. Garage ab. Ab in die Garage mit dir. Lauf. Falsche Richtung. Falsche Richtung, Jeff. Lauf einfach. In die Garage, in die Garage. So. Er ist da jetzt eingesperrt. Soll ich sie beide einsperren? Achso, okay. Jetzt habe ich sie beide eingesperrt. Okay. So. Fang ein Objekt, wenn es über den Zaun geworfen wird. Oh mein Gott. Und lass dich über den Zaun werfen. Und kleide die Büste mit Dingen an, die sich außerhalb der Hinterhöfe befinden. Okay. Außerhalb der Hinterhöfe. Haben wir hier irgendwelche Sachen? Können wir so einen Regenschirm mitnehmen? Und so eine Brille vielleicht? Ja, der Junge ist nicht einfach mit uns, ne? Der hat es halt nicht leicht. Vor allem hätte er auch über die Tür mit rausgehen können. Aber hat er nicht gemacht. Ich habe vorhin auch noch die Sonnenbrillen gesehen. Vielleicht können wir da auch noch eine Sonnenbrille klauen. Wir sollen ein Objekt fangen, was über den Zaun fliegt. Ich werde doch niemals so irgendwas fangen können. Und die Rose müssen wir auch nochmal abschneiden lassen, meine Güte. Wir haben ja auch nur zu tun, ne? Hier lang bitte. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht sollte ich auch einfach erstmal die Blume sammeln. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich möchte nur die Rose haben. Ich hänge da gerade ein bisschen fest. Okay. So. Jetzt Rose und kann ich die mitnehmen? Oh nein, sag jetzt bitte nicht, der lässt die Rose da drin liegen. Okay. So ist auch fein. Komme ich mit klar. Ist okay. Haben sie einfach die Rose hinterhergeschmissen, aber gut zu wissen, dass ich durchs Haus gehen kann und dass mir einfach die Sachen hinterhergeworfen werden. So, dann gehen wir da unten lang. Da müssten wir eigentlich relativ bald
Genau, hier ist es. So. Nee, nicht ganz. So. Tulpe und Rose haben. Jetzt fehlt noch eine Lilie, eine Margarite und eine Chrysantheme. Dann haben wir zumindest das Aufgabenblatt fertig. Habt ihr eine Ahnung, wo die anderen Blumen sind? Also ich weiß ja, eine Blume ist halt auf jeden Fall in der Kneipe hier. Funktioniert das, wenn ich da einfach reinspringe? Nee, ne? Okay, das funktioniert nicht. Verdammt! Kannst du bitte einfach weggucken? Ja, ist okay, ich halte Abstand. Als ob sie das jetzt nicht gesehen hat, ganz im Ernst. Kannst du uns bitte reintragen? Ich möchte bitte die nächste Blume klauen. Kann ich eigentlich auch jetzt das Tor da hinten aufmachen und dann vielleicht darüber abhauen? Da muss ich nämlich nicht an dem Typen am Eingang vorbei. Könnt ihr mal probieren, dass ich weiter dahinter gehe und dann einfach versuche, das Tor aufzumachen. Oder ich hole mir erst die Blume und snack mich dann da vorbei. So, ja, Magdalena, geh mal aus dem Weg. Geh aus dem Weg, Magdalena, ist okay. So. Da ist ein Blümchen. So, meine Damen. Wie wär's, wenn ihr mir das Blümchen gebt? Dankeschön. Dankeschön, es war nett mit euch. Ich wünsche euch noch einen erholsamen Abend. Lasst es euch schmecken. Und wir sehen uns. So, ab geht die Party. Dritte Blume, check, also fast. So. Okay, und dann hier rüber. Oh, ich habe das Tor ja schon aufgemacht. Ne? Hoppala. Ich meinte ja eigentlich das Tor hier drüben. Okay, da sitzt auch auf. Nice. Dann kann ich nämlich hier einfach langlaufen, über die Brücke gleich, und dann bin ich auch fast da. Da brauche ich nicht am blöden Türsteher vorbei. Und um da reinzukommen, muss ich nicht jetzt jedes Mal Magdalena um Hilfe bitten. Hoppala. Das heißt, ich kann dann halt einfach über die Brücke hier drüber gehen und bin dann in der Bar. Aber wo kriege ich die anderen Blumen her? Zählt das? Ja, eine Lilie und eine Chrysantheme. Wahrscheinlich ist die Lilie in der Stadt, also auf der Hauptstraße. Was ist das hier eigentlich? Ach, eine Schleife. Ja, wahrscheinlich ist halt die eine Blume noch in der Stadt und die andere ist dann bestimmt in der Miniaturstadt. Ich gehe hier nur durch, kein Stress. Ich bin stressig, ich bin nicht da, um irgendwie Unfug zu stiften. Ganz und gar nicht. Ich will einfach nur Blümchen sammeln. Hi, Jeff. Ich glaube, der hasst uns. Ich glaube, der hasst uns einfach extrem. Hat sie irgendwo Blümchen hier? Ist das ein Blümchen? Das ist ein Blümchen. Leute, nächstes Blümchen. Check! Ich glaube, ich muss gar nicht hier durch. Ich glaube, ich hätte auch einfach außen rumgehen können. Also über die Gärten. Und dann fehlt nur noch die Miniaturstadt. Kann ich eigentlich hier oben auch lang gehen? Ist da auch irgendwo ein Tor? Ja, aber das muss ich jetzt aufmachen. Wäre nur die Frage, wo geht das Tor auf?
Interessiert ihn das eigentlich, wenn ich jetzt hier mit fremden Blumen durchwatsche? Ich glaube nicht, oder? Nee, anscheinend nicht. Juckt ihn halt überhaupt nicht. Aber okay. Soll mich persönlich jetzt einfach nicht stören. Guten Appetit, Space Dragon, und danke fürs Reinschauen. So. Und eine Grüßantheme fehlt noch. Jetzt werde ich aber erstmal gucken, dass ich hier das Tor aufmache. Dann haben wir nämlich noch eine kürzere Abkürzung quasi. So. Und jetzt einfach noch das andere Blümchen. Haben wir eigentlich noch Aufgaben in der Miniaturstadt? Ich finde es ein bisschen schade, dass wir dort keine Aufgaben mehr haben, soweit. Weil irgendwie wäre das ziemlich cool gewesen, wenn wir da halt noch was hätten machen können. Aber gut. So, das Wasser und dann unter der Brücke durch. So, ist hier irgendwo eine Blume? Da ist eine Blume. So, die nehme ich doch dann gleich mit. Dann haben wir die Aufgabe auch erfüllt. Nice. Ich glaube, das war der Weg hier, oder? Ich glaube schon. So. Ja, das gefällt mir. Das Spiel ist richtig süß gemacht und ich finde die zusätzliche Mission auch richtig cool gemacht. So, nicht da wieder reingehen. Dann laufen wir kurz am Garten vorbei. Und dann ist hier unser Blumenkorb. Schön. Schön, schön. Alle Blumen gesammelt. So. Und dann stand ja da, tritt mit einer umgebundenen Schleife in der Bar auf. Das heißt, wir nehmen die Schleife jetzt noch mit und gehen jetzt zurück zu Hannelore und Mark. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich sie genannt habe. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt einen Namen hat, aber jetzt heißen sie Hannelore und Mark. So. Jetzt gehen wir hier rein. Und dann versuche ich mir eine Schleife umbinden zu lassen. Wie kann ich mich über den Zaun werfen lassen? Das wäre meine nächste Frage. Nee, Hannelore. Ich will doch deine Gans sein. Hannelore. Komm schon. Sei nicht so biestig. Ja, Hannelore. Nicht die irgendwie aus dem Garten rausbringen? Hannelore. Ist die einfach hier? Hallo? Einfach hier rausbringen, weil da kommt sie, glaube ich, nicht hin. Und dann kann ich mich in aller Ruhe als Gans tarnen. So. Ich will mir noch mal kurz die Aufgaben angucken. ja, das hier machen wir gerade, das mit der umgebundenen Schleife. Das heißt, jetzt abwarten, bis sie die Schleife nimmt und zu uns kommt und die uns umbindet. So. Schleife, check. So, auf geht's in die Bar.
Okay, ich glaube, den Regen schon braucht die Büste hier nicht. Nein! Nein! Oh nein! Ich kann nicht die Abkürzung nehmen. Ich muss den langen Weg nehmen. Oh nein! Na gut, dann stelle ich mich da halt damit hin. Als ob ihr das nicht auffällt, dass das einfach eine echte Gans ist. Als ob das so... Ne? Ja. Bye-bye, Hannelore. Müssen wir eben den langen Weg gehen. Ist auch okay. Komme ich mit klar. So. Frage ist halt nur... Wo geht der lange Weg lang? Was ist eigentlich mit der Münze und dem Brunnen? So. Kann ich mich da jetzt mit der Schleife verstecken? So. Und dann gehen wir mit der Schleife in die Bar. Wenn Magdalena wiederkommt. Da kommt man in den Stream von... In den Stream und Anna ist eine Gans. Also mich überrascht hier gar nichts mehr. Hallo Leni, herzlich willkommen. Und ja, wir haben hier ganz viel Spaß. Und wir machen gerade ganz viele Nebenmissionen, weil wir das Spiel gerade schon durchgespielt haben. Also das sind jetzt quasi die Bonusmissionen, die noch übrig sind. Und es macht uns ganz, ganz viel Spaß und es ist ganz und gar nicht chaotisch. Und ganz und gar nicht knifflig. Komm schon, Magdalena, hol uns ab. Ich würde jetzt gerne aber mal wissen, wie lange es dauert, bis die Kirchenglocken läuten. Untitled, Goose Game, Kirchenglocken. Weil die Zeitspiele sind ja mit den Kirchenglocken. Und ich wüsste gerne, wie lange das dauert. Also wie viel Zeit man dafür hat. Ich bin verwirrt, wie lange dauert das denn? So, Magdalena erledigt ihre Arbeit gut. Ich möchte jetzt aber kurz... Moment, die Hauptstraße Hinterhöfe. 6 Minuten. Okay. Wow, das ist heavy. Das ist heavy, das in 6 Minuten schaffen zu wollen. Okay, ich wollte da eigentlich raus. Hallo? Hallo, hallo, hallo? In der Bar mit umgebundener Schleife. Hallo, ich bin in der Bar. Mit umgebundener Schleife. Muss ich da hier auftreten? Zählt das hier als in der Bar auftreten mit umgebundener Schleife? Okay. Nice. Dann haben wir nur noch das mit dem... Ja... Klau den Wollhut des alten Mannes. Wie mache ich das denn? Ah, ich habe eine Vorahnung. Ich habe da so eine Ahnung. Nee, das war jetzt falsch. Ah, er muss doch erst den Stuhl richtig hinstellen. So, ich nehme an, wenn er dahin gefallen ist, dann muss ich seinen Hut snacken. Hallo Markus, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Wir haben das Spiel durchgespielt. Wir sind jetzt dabei, die Nebenmission zu machen. Weil das Spiel ging tatsächlich nur noch eine Stunde. Fridolin! Hier! Nimm das, dankeschön. Nicht hinlegen. Och, Fridolin.
Jetzt geht's ganz gut. Du meinst wohl ganz gut mit S. Weil. Oh, dann halt nicht Fridolin. Komm, Fridolin, setz dich hin. Nimm Platz. Ja, ich gehe ja weg. Also mir geht's okay. Also ich habe ein kleines bisschen Kopfschmerzen. Aber ansonsten ist es in Ordnung. So, Wollhut geklaut. Okay. Ich hab doch den Wollhut geklaut. Okay, dann bringe ich den halt weg. So, jetzt ist abgehakt. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4 Aufgaben. Dann haben wir alle Aufgaben erledigt, bis auf die Zeitspiele. Das hier ist mit dem Vorgärten Spielzeugboot übers Wasser. Nee. Unter der Brücke segelt. Oh Gott, Leute. Es tut mir schon ein bisschen leid für den alten Mann, ne? Wir haben es voll auf ihn abgesehen gehabt. Also ich versuche jetzt. Wie kommen wir an das Boot? Kannst du bitte weggehen? Und dann müssen wir zurück zu Hannelore und Mark in den Garten. Wir brauchen das Spielzeugboot, Leute. Bitte sag jetzt nicht, sie kommt angelaufen. Nein! Margret! Margret, tu es nicht! Margret! Hier hinten! Dein Besteck, Margret. Hier, Chaos, Unordnung, mach sauber. Sie hat das Wasser abgestellt. Du bist schon eine ziemlich freche Gans, also ich würde dir nicht so nicht begegnen wollen. Ja, same. Margret! Lass das Boot in Ruhe! Lassen Sie das Boot in Ruhe, Frau Margret! Komm ich? Geht's jetzt zum Wasser? Nein, Margret! Margret, nicht! Tu das nicht, Margret! Ich will mir das Boot snacken. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Wir sollen das unter der Brücke durchsegeln lassen, aber welche Brücke? Diese Brücke? Oh Gott, es war diese Brücke. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die Hinterhofaufgaben. Okay. Die Büste mit Dingen, die sich außerhalb der Hinterhöfe befinden. Alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt. Ne, da wollte ich jetzt nicht lang. Adios, Bar. Wir haben jetzt alles geklaut, was wir klauen konnten. Wir werden jetzt versuchen. Boah, wie könnten wir die Büste. Nutella, herzlich willkommen, danke fürs Folgen. Wie könnten wir die Büste denn einkleiden? Wir könnten theoretisch eine Sonnenbrille mitnehmen. Eine Sonnen. Oh mein Gott, wir hätten den Hut vom alten Mann. Okay, das können wir ja noch holen. Erinnert mich da bitte dann daran. Der Hut vom alten Mann vielleicht? Die Büste brauchte hier keine Schuhe. Aber vielleicht noch eine Sonnenbrille hier aus dem Laden. So. Hannelore und Marx sind unsere letzten Opfer. Ach, Jeff.
Okay, dann hol du dein. Oh Gott, sie hat den Besen repariert. Nein! Warte mal ganz kurz. Ich will nur die Sonnenbrille. Nee, nicht die. Das Ding ist hier. Ach, dann nehme ich halt die andere Brille. Ist okay. Ja! Verdammt. So. Wir laufen jetzt einfach. In der Hoffnung, dass Hannelore diese Brille möchte für ihre Büste. Aber Leute, wie kriegen wir es dazu, dass wir über den Zaun geworfen werden? Wie mache ich das? Wie werde ich über den Zaun geworfen? Ich weiß es halt einfach partout nicht. Wie werde ich über den Zaun geworfen? Wirft er die Sachen dann über den Zaun? Okay, macht er die damit kaputt? Oh nein, er nimmt mir die Schleife weg. Oh, nein, nicht die Schleife! Alles nur nicht die Schleife! Okay, 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 okay. Sie springt auf die Brille an. Okay. Was brauchen wir dafür noch? Oh nein, jetzt bin ich da hängen geblieben. Egal, meine Schleife ist weg. Schade, dass ich mit dem Paket nichts machen kann. Wie werde ich über den Zaun geworfen? Kann ich eine Schnuller mitnehmen? Für die Büste? Ich weiß es nicht, aber wir können es probieren. Palemate, herzlich willkommen. Ich hoffe, auch du hast einen schönen Tag. So. Wenn ihr im Übrigen Ideen habt, was wir noch verwenden können, um die Büste einzukleiden, dann könnt ihr das gerne sagen. Wir haben ja die Hauptstory durch. Und hierbei könnt ihr mir gerne Unterstützung leisten, wenn ihr Ideen habt. Ihr müsst das Spiel natürlich nicht kennen, nur wenn ihr Ideen habt. Biff, herzlich willkommen und danke fürs Folgen. So. Das heißt, hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in Marks Garten. Ich hatte einen schönen Tag und du... Oh, das ging. Also ich hatte heute nicht die beste Laune, aber... Untitled Goose Game ist immer... ist immer schön. So. Ich weiß halt nicht, ob das mit dem Schnuller funktioniert, ne? Ich glaube eher nicht, aber wir gucken einfach mal. Vielleicht klebt sie irgendwie den Schnuller da dran. Sie geht tatsächlich zum Schnuller. Oh mein Gott, wenn der jetzt passt, ne? Als ob. Leute, als ob. Ja, da brauchst du mich gar nicht so angucken, Hannelore. Als ob sie halt einfach den Schnuller an ihre Büste macht. Und ich nehme an, wir brauchen jetzt noch den Hut vom alten Mann. Oder? Das wäre doch eigentlich nur sinnvoll. Dann hätte er noch einen Hut und dann wäre die Büste gekleidet, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen am besten... Lass ich mich reintragen. Ach komm, wir lassen uns noch ein letztes Mal von Magdalena reintragen. Komm, Magdalena. Ach, Magdalena. Hey, ich finde das aber crazy, wie easy die Aufgaben im Endeffekt jetzt waren. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir heute alles schaffen. Ich dachte, eine Seite mache ich noch und dann war es das. Aber geht ja eigentlich relativ easy.
Magdalena. Die ist auch den ganzen Tag nur damit beschäftigt, mich rein und raus zu tragen. Eigentlich nur rein, weil raus gehe ich immer alleine, aber... Ach, Magdalena. Aber ich finde es auch richtig cool gemacht, dass man die Bereiche nach und nach freischaltet, aber immer wieder zu den anderen Bereichen zurückkehren kann. Und dann halt die ganzen Aufgaben noch erledigen kann. Das finde ich richtig cool. Und dass halt auch so Sachen gebietsübergreifend sind, finde ich auch super nice. So, dann holen wir uns den Hut. Und dann gehen wir. Weil gerade das mit dem Fußball, den wir wirklich vom von der Stadt bis zur Gartenanlage transportieren mussten, das fand ich richtig cool. Oder diese Blumen, die man über die gesamte Map sammeln muss. Finde ich nice. Finde ich richtig nice. Ich wüsste jetzt, wie gesagt, nur gerne, wie ich mich über die den Zaun werfen lassen kann. Ich hoffe, das mit dem Hut passt jetzt. Nur, dass ich jemals die Zeitspiele schaffe, dafür sehe ich irgendwie schwarz. Weil da braucht man 6 Minuten für einen Teil von dieser Karte und das finde ich halt extrem schwer. Hi. So? Nee, nee, nee. So. Reagiert sie darauf? Sie reagiert darauf. Oh mein Gott. Lass dich nicht ablenken, Hannelore. Okay. Jetzt müssen wir ein Objekt fangen, wenn es über den Zaun geworfen wird. Und dann müssen wir uns über den Zaun werfen lassen. Und dann haben wir alle zusätzlichen Aufgaben erledigt, bis auf die Zeitspiele natürlich, ne? So. Können wir einfach die Seife nehmen beispielsweise? Und dann gehen wir jetzt einfach hier rüber. Lassen die fallen. Sprinten jetzt hier durch. Komm. Wirf. Ich fange. Oh Gott, ich werde das never, never ever fangen. Hab's gefangen. Nice. Jetzt müssen wir uns noch über den Zaun werfen lassen. Leute, wie lassen wir uns über den Zaun werfen? Oh mein Gott. Lass dich über den Zaun werfen. Oh mein Gott, wie soll ich mich denn über den Zaun werfen lassen? Da bin ich halt jetzt literally wieder... wieder... am Verzweifeln. Oder ich hätte eine Idee. Ich hätte tatsächlich eine Idee, aber ich will jetzt erstmal gucken, wie er reagiert, wenn ich hier... Na? Dann nimmt er mir den weg, ne? Ja. Aber wenn ich... Wenn ich die Schleife umgebunden habe, dann möchte der Typ die Schleife, oder? Und dann wirft er die Schleife rüber. Weil ansonsten könnte man ja so tun, als wäre ich diese... Ne? Wenn ich mich jetzt nicht bewege... Ne, er nimmt mir die Schleife weg. Ne. Wie lasse ich mich über den Zaun werfen? Ha 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 ha
Leute, wenn ihr euch über den Zaun werfen lassen müsstet, was würdet ihr machen? Wie würdet ihr das machen? Ich will meine Schleife trotzdem zurück. Weil mir gehen tatsächlich die Ideen aus, weil er mich halt immer als echte Gans entdeckt. Das musste ich jetzt nochmal machen. Nee, er ist nur wieder auf die Schleife fixiert. Okay, Leute, wenn ihr eine Idee habt, was ich machen kann, dann her damit. Kannst du den Typen mit irgendwas bewerfen oder angreifen? Nee, ich glaube nicht. Wenn ich jetzt einfach... Wirft er mich dann? Ich habe gerade überlegt, wenn ich ihm die Zeitung wegnehme, dann ist er vielleicht so bockig, dass er mich rüberwirft. Aber ich weiß es nicht. Macht sie das jetzt wieder zu? Ja, sie macht das jetzt natürlich direkt wieder zu. Hannelore! Kannst du dich auch mal um was anderes kümmern? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ach, Hannelore! So ein bisschen Chaos stiften, damit sie was zu tun hat, während ich versuche, mir die Zeitung zu snacken. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Anscheinend gar nichts, weil das nicht funktioniert. Ach doch. Da rennt er natürlich zuerst los. Nein! Hey, was soll das? Das war eindeutig drüben. Vielleicht wirft sie mich auch über den Zaun. Das habe ich noch nicht getestet, ob sie auch Sachen rüberwirft. Warte mal, Hannelore, ich will mich dann nochmal kurz hinstellen. Nein, nicht dadurch! Ich will mich da hinstellen. Ich bin jetzt an der Deko-Gans. Mal sehen, welche Schleife sie mir ist. Es gibt wahrscheinlich wieder die blaue, oder? Ja, ich krieg immer nur die blaue Schleife. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwelche Bedeutungen haben. Die rote? Die legt sie einfach daneben. Das räumt sie dann wieder hin. Ich will nur mal gucken, ob sie da irgendwie... das Zeug, also die Sachen dann rüberwirft. Weil das wäre so noch meine einzige Option. Dass sie halt diejenige ist, die dann noch Sachen rüberwirft, weil es wurde nirgends gesagt, dass er uns rüberwerfen muss. Der ist gerade richtig genervt, weil er einfach keine Zeitung hat.
Aber sie scheint es nicht rüberwerfen zu wollen. Vielleicht muss ich noch seinen Kaffee klauen. Okay, das scheint sie nicht zu jucken. So. Kann ich hier den Schläger noch irgendwie... So. Hallo, kannst du dich um den Schläger kümmern? Meine Güte. Ich packe jetzt einfach den sein komplettes Zeug rüber zu Hannelore. Und dann mal gucken, wie viel dann wieder drüben bei ihm landet. Offensichtlich wirft sie die Sachen nicht rüber. Warte, Hannelore, bin gleich da. Jetzt kannst du zumachen. Nein, Hannelore nicht! Hannelore! Tja. Siehst du mal, ne? Siehst du mal. Alles hier drüben. Oh Gott, ich bin festgepackt. Oh, okay. Ich wollte jetzt eigentlich nicht hier drüben sein, aber okay. Er sieht seine Sachen und denkt sich nur so, shit. Die blöde Gans wieder. Die blöde, blöde Gans. Ich muss es jetzt mal aufmachen. Irgendwie macht mir das super viel Spaß, den Typen zu beklauen. Das ist eigentlich richtig, richtig gemein. Aber es macht irgendwie super viel Spaß, weil das halt einfach so witzig ist. Ich muss doch nicht seine kompletten Sachen darüber packen, oder? Es fehlt nur noch die Brille. Einfach so den kompletten Tisch leergeräumt bei ihm. Und alles bei der Nachbarin drüben. Ja, aber wieso? Wieso wirft er mich nicht rüber? Ich meine, an seine Schuhe komme ich jetzt nicht mehr ran. Also mehr kann ich von ihm nicht rüberschmeißen. Das ist jetzt ein bisschen bockig, ne? Ah, ne, ist jetzt zugemacht, oder? Ja, natürlich. Huh. Okay, Leute, ich guck nach. Ich guck nach, weil... ich weiß nicht, was ich noch machen soll.
Zusatzaufgaben, let's go. Also ich würde gerne wissen. Oh mein Gott, Leute, wie soll man darauf kommen? Oh mein Gott, Leute, das ist so eine Aufgabe, ne? Da musst du halt um 80.000 Ecken denken. Also literally um 80.000 Ecken. Wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen jetzt den Korb holen, mit dem Magdalena uns immer transportiert hat. Wir müssen den Magdalena-Korb holen und wir müssen den in den Garten von dem Mann schleppen und uns dann darin verstecken und dann rübergeworfen werden. Ich weiß, also ich habe jetzt nur das mit dem Korb gelesen. Shit, sie hat den gerade mitgenommen. Oh mein Gott, wie soll man darauf kommen? Wie soll man darauf kommen, dass ich halt einfach den Korb brauche? Ich dachte, der packt uns halt einfach und wirft uns rüber, weil er uns hasst. Aber offensichtlich macht er das nicht. Aber ich finde es schon gut, ich musste in dem Spiel jetzt insgesamt zweimal, wirklich nur zweimal gucken, also wie ich was machen kann. Das war jetzt einmal mit dem Stuhl, weil da kam ich halt einfach partout nicht weiter. Und jetzt bei der letzten Aufgabe. Aber wo ist hier der Korb von Magdalena? Wo ist Magdalenas Korb? Oder steht er noch hinten? Na, dann gucke ich mal, ob der noch hinten steht. Dann gehe ich halt den Weg außen rum. Aber wow, dass man halt wirklich diesen Korb da holen muss, also diese Kiste, um sich dann da transportieren zu lassen, das ist halt einfach. Das ist ein anderes Level von Komplex. Weil ich dachte vorhin noch ein bisschen so, was ist, wenn wir das durch Zufall schaffen, dass er uns halt einfach drüber wirft, aber das kann man ja eigentlich überhaupt nicht durch Zufall schaffen. Jetzt steht hier einfach kein Korb drin. Was ist das denn? Wo ist der Korb von Magdalena? Nein, du bist nicht der Korb von Magdalena. Du brauchst gar nicht so zu miauen. Steht jetzt hier draußen noch ein Korb? Da ist er doch. Es ist übrigens kein Korb, es ist eine Kiste. Na gut. Magdalena ist sowieso unterwegs. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die Kiste. Dann schleppen sie einfach bis zum Markt. So, die Frage ist jetzt, müssen wir uns da einfach nur reinsetzen oder müssen wir auch schnattern? Aber hey, zumindest sind durch die Abkürzungen die Wege gar nicht so lang. So.
Wow. Wir haben, Leute, wir haben jetzt das Spiel durchgespielt und wir haben alle zusätzlichen Aufgaben gelöst. Wow. Also, ja gut, die hier sind noch offen, die schnellen Aufgaben, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich die je schaffen würde. Weil die Kirchenglocken, habe ich gegoogelt, das dauert 6 Minuten und ihr kennt ja die Aufgabenliste hier. Die hier und... Ja, da muss man schon mit Strategie dran gehen und die Steuerung beherrschen, was ich beides nicht kann. Aber wir haben das Spiel jetzt quasi durchgespielt. Da ist jetzt einfach die Gans aus dem Sack. Ach komm, Leute, wir sind jetzt so nett und wir bringen ihm halt einfach noch so eine Zeitung zumindest drüber. Ich finde es ein bisschen schade, dass man mit dem Paket, was vor dem Haus steht, nichts machen kann. So, hier. Ja, so deine Zeitung. Ich will ja jetzt hier Marc nicht den Tag versauen. Wir haben Hannelore schon ihre Vase weggenommen und die in der Stadt platziert. Von daher... Ich will auch nicht so ein Gemeini sein, bin ich ganz ehrlich. Ich will nicht so ein Gemeini sein. Deswegen bringe ich ihm einfach sein Zeug jetzt wieder rüber. Und dann... kann er sich freuen, wenn er quasi nachher wieder seinen ruhigen Alltag genießen kann und wir zurück zu unserer Base gehen. So. Guck, Marc, wir bringen dir noch deinen Tee rüber. Aber ganz ehrlich, ich glaube, keiner von uns wäre auf die Idee gekommen, diesen Karton zu holen. Da, der Tasse ist da, Marc. So, Hannelore, wir müssen noch mal ganz kurz in deinen Garten. Dankeschön. So. Dann bringen wir das noch rüber. Wir haben ihm das ganz umsonst geklaut, aber ist egal. So, Marc, hier. Marc, der Secret Held von diesem Spiel, weil er so viel mit uns durchstehen musste. Jeff ist egal. Jeff haben wir einfach die ganze Zeit angegackert. Und der hält das schon aus. Der schafft das. So, seine Brille noch, damit er ordentlich lesen kann. Guckt und schon ist Marc wieder zufrieden. Er ist happy. Da deine Brille. Bitteschön. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir noch einmal Jeff anquaken und dann... Also anschnattern. Und dann... sind wir durch mit dem Spiel. So. Ja, bitteschön. Hier ist eine Pfeife. Da. Bitteschön, Marc. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich will jetzt noch mal gucken. Wir haben doch vor dem Haus, vor dem einen Haus, noch dieses Paket. Und ich will noch mal schauen, ob wir... Also vor welchem Haus das Paket steht. Also das Pinke ist das von Hannelore. Das Paket steht hier vor dem Haus. Ich würde jetzt einfach nochmal das Paket nehmen. Und dann mal gucken, ob wir das zu Hannelore bringen können. Vielleicht macht sie irgendwas damit. Oder wir bringen es zu Marc. Ich weiß noch nicht. Vielleicht ist das hier so ein Secret-Ding. Wahrscheinlich nicht. So, die Post... Die Postgans. So. Ich meine, wir müssten sowieso mehr oder weniger hier lang. Dann können wir das halt auch noch mal kurz erledigen. Ich meine, wir sind eine Gans, wir können nicht lesen, wir wissen nicht, wessen Adresse da drauf steht, von daher gehen wir einfach mal davon aus, dass es zu unseren Freunden Hannelore und Marc gehört. So, wunderschön. Ich bin die netteste Ente in dieser ganzen Stadt. Ich finde diese Tapsgeräusche so super niedlich. So.
Hey Mark, hier ist Post. Gehört es dir? Ist es dein Paket? Nimm dir das jetzt auch und schmeiß es einfach rüber zu Hannelore. Wow. Und die Post gehört nicht mehr Hannelore. Also zumindest, zumindest das Paket, das gehört nicht Hannelore. Das ist von Hannelores Nachbarn. Aber das scheint sie nicht zu interessieren. Sie lässt ja auch ihre eigene Post hier liegen. Guck mal, Hannelore. Paket. Sie macht da nichts mit. Okay, das ist ein bisschen schade, ein bisschen sad. Ich hätte mir gewünscht, dass es da vielleicht noch ein Achievement für gab, so Postliefert, also Postzustellung oder sowas. Nee, wartet mal, können wir? Können wir das Paket nehmen? Also der Brief war bei Hannelore im Briefkasten. Den haben wir da einfach nur rausgenommen. Aber können wir das hier mitnehmen und dann... Das wurde ja bei denen hier zugestellt. Oder schmeißen die das dann mit mir raus? Die wollen offensichtlich ihre Post nicht haben. Okay, euer Problem. Ich wollte nur die nette, freundliche Gans von nebenan sein und wollte euch einfach nur eure Post bringen. So. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Gehen nochmal Jeff anquaken und gehen dann zu unserem Stützpunkt zurück. Klingt doch nach einem guten Plan, oder? Finde ich auch. Ich will noch einmal, dass Jeff auf die Nase fällt. So, da ist unser liebster Gärtner. War nett mit dir. Wo ist Jeff? Jeff! Jeff, hast du einen Jeff? Jeff! Jeff! Hi, Jeff! Na? Na, Jeff? Was geht? Was geht, Jeff? Was geht, Jeff, ne? Wir werden gleich das Spiel beenden und ich wollte mich noch von dir verabschieden, Jeff. So, Jeff. Er hat sich einfach mit uns da eingesperrt. Das ist natürlich die perfekte Möglichkeit. Okay, Jeff. So. War nett mit dir, Jeff. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Schönes Leben. Wir nehmen die Brille mit, Leute. Wir nehmen die Brille einfach mit, sie ist unser Souvenir, unser Andenken an Jeff. Der arme Junge. Der arme, arme Junge. Hallo, lalalu, herzlich willkommen. Ja, mir geht's soweit ganz okay. Ich hoffe, dir auch. Na, hoppala, das war jetzt nicht meine Absicht. Ach, guckt, unser Souvenir an Jeff. So, Leute. Dann neigt sich das Spiel tatsächlich jetzt dem Ende zu. Aber es war süß. Es war echt süß. So. Können wir das mit in unsere Sammlung packen? Nee, schade. Schade, Schokolade. Ich dachte, wir können das mit in unsere Sammlung packen. So, Leute. Das ist unsere Ausbeute quasi, also eine davon haben wir gesammelt. Die werden anscheinend regelmäßig ersetzt. Und ja, ich will nochmal in die Miniaturstadt. Ich habe mich jetzt doch umentschieden. Ich möchte das Ende dieses Spiels in der Miniaturstadt haben, weil die einfach so süß ist. Und wie kommen wir denn nochmal hin? Über die Brücke war das, ne? Komme ich aber nirgends hoch, stimmt. Ach, Menno. Immer diese Umwege, die man hier laufen muss. Aber gut, wir haben die goldene Glocke bekommen. Wir haben die ganzen Nebenmissionen erledigt. Wir haben Jeff geärgert. Und der wird wahrscheinlich noch ein bisschen drunter leiden, weil er jetzt eine neue Brille benötigt. Aber das ist okay. Das ist nicht unsere Schuld.
Er hätte vielleicht sowieso eine neue gebraucht, weil wenn er noch öfter hingefallen wäre, dann wäre seine Brille so oder so kaputt gegangen. Gut. Dann. Hier ist die Miniatur. Da ist noch eine goldene Glocke. WTF? Kann man die immer und immer wieder holen? Also hier, wie ihr seht, ist alles nachgebildet. Hoppala. Kann ich das zerstören? Gibt es dafür vielleicht noch eine Belohnung, wenn ich halt alles hier kaputt mache, was ich kaputt machen kann? Wahrscheinlich interpretiere ich einfach viel zu viel in dieses Spiel rein, oder? Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass ich da viel zu viel rein interpretiere. Aber ich kann ja einfach versuchen, das alles zu zerstören. So. Komm schon. Sehr gut. Vielleicht gibt es ja doch so ein Secret Belohnungsdingens dafür. Das wäre halt einfach so typisch ganz. Einfach so typisch. Was natürlich auch cool wäre, wäre, wenn wir hier irgendwas kaputt machen. Das würde sich genauso in der Stadt ändern. Aber wie gesagt, wahrscheinlich interpretiere ich da einfach viel zu viel hinein. Aber wir können ja gleich mal nachgucken, oder? So viel zum Thema, ja, wir beenden das hier in der Miniaturstadt. Offensichtlich nicht. Offensichtlich weiß ich nicht, wann Schluss ist mit diesem Spiel, weil es einfach so süß ist. Hier ist der ältere Mann. Das können wir nicht kaputt machen. Das können wir auch nicht kaputt machen. Das ist die Miniaturstadt mit einem Miniaturmenschlein. Okay. Ich denke mal, das wird aber eine und dieselbe Glocke sein. Aber wir können ja jetzt nochmal hier direkt am Anfang im Garten gucken. Wenn wir da hinkommen mit der Glocke, wahrscheinlich eher nicht. Ob da halt die Bank jetzt fehlt. Ansonsten lasse ich die Glocke einfach stehen. So. Wenn die Tür jetzt zu ist, dann lasse ich die Glocke stehen. Weil das wird mir dann nämlich zu stressig. Die Tür ist zu. Oh nein, die Tür ist jetzt wirklich zu. Wir müssen jetzt wirklich. Oh Gott, Leute. Ich mach das jetzt nicht nochmal, okay? Ich mach das nicht nochmal. Ich wollte jetzt nur gucken, ob sich da was verändert hat. Wenn die mir jetzt die Glocke wegnehmen, so it is. Geh jetzt ohne Glocke weiter. Ich will nur gucken, weil wir haben die Glocke ja schon mal zurückgebracht. Ich möchte nur gucken, ob sich da was verändert hat. Wahrscheinlich halt nicht, aber ich will trotzdem gucken. Das wäre nämlich irgendwie witzig. Ja, stimmt, jetzt sind die ganzen Tore zu, ne? Oh, das ist ja ein bisschen ätzend tatsächlich. Na gut, dann gehen wir jetzt halt einfach hier ohne durch, aber ich glaube, hier hat sich schon nichts verändert. Von daher, was ich vorhin auch nichts verändert habe. Ne, hier hat sich nichts verändert. Okay. Dann. Ach komm, wir bleiben einfach hier im Garten stehen. So, das war das Untitled Goose Game. Wir haben. Ich kann ja nochmal alles zeigen. Das ist die Bewegung. Die. Ne? Steuerung. Wir haben im Garten alle Aufgaben erledigt. Wir haben in der Innenstadt alle Aufgaben erledigt. Wir haben in den Gärten, also in den Hinterhöfen, alle Aufgaben erledigt. Wir haben in der Bar alle Aufgaben erledigt. Und im Miniaturdorf haben wir alle Aufgaben erledigt. Und wir haben alle zusätzlichen Aufgaben erledigt, bis auf die Zeitspiele. Aber die mache ich jetzt nicht noch, weil Zeitspiele sind absolut nicht meins. Hallo Malice, herzlich willkommen. Du kommst gerade zum Ende des Streams. Aber ich wollte mich gerade die YouTube-Aufnahme beenden. Okay. Ja, und dann hier erledige alle Aufgaben auf der Liste. Da fehlen halt noch die hier. Aber die werde ich dann entweder privat irgendwann machen oder irgendwann
Ich weiß nicht, vielleicht. Also ich weiß gar nicht, ob ihr da Interesse daran habt, dass wir diese Zeitspiele versuchen. Aber ja, vielleicht mache ich das offstream, vielleicht mache ich das irgendwann. Irgendwann, wenn wir mal Bock haben, nochmal das Spiel zu spielen. Aber jetzt haben wir erstmal die Hauptstory durch. Story in Anführungszeichen. Wir haben die ganzen Aufgaben erledigt. Und das war's mit dem Untitled Goose Game bei YouTube. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Reinschauen.